zu Freitags Bildern aus der deutschen Vergangenheit liefert er die dokumentarischen Belege. Der Deutsche muss ja in Cranachs Tagen ein seltsam verzwickter, derber, knorrig, struppiger Kerl gewesen sein. Man braucht nur die Holzschnitte der deutschen Kleinmeister in Hirts kulturgeschichtlichem Bilderbuch zu betrachten. Da gewinnt man eine Vorstellung von der Zeit als hinkende, bucklige, blöde Henker, Pilger, Gaukler und Quacksalber, Sackpfeifer, Ablassverkäufer und Wallfahrer, Schalksnarren, Landsknechte, Rattenfänger und Bärenhäuter unser Deutschland bevölkerten. Es herrschte in allem, auch in der Kleidung, die Vorliebe für das Affenteuerliche, Naupengeheuerliche, die Freude am Hanebügenen, Groben. Schwerfällig oder fahrig sind die Bewegungen, schrill, grell, idiotenhaft die Mienen. Philisterhaftigkeit mischt sich mit Rohheit und verdrehtem, störrischem Eigensinn. Kerle mit holprigen Knien, dicken Krampfadern und schwieligen Ellbogen schreiten wie steifgefrorene Hanswürste daher. Eine Armee von Wahnsinnigen, die Erde ausgespien. Bilder, die uns einen Begriff von diesem rüpelhaften, rappelköpfischen und doch so urwüchsigen Deutschland der Reformationszeit vermitteln, gibt es wenige. Nur aus der früheren Zeit haben wir die Werke des alten Holbein mit ihrer kannibalischen Freude am Schinden und Raufen, an groteskem, zerlumptem, barockem Gesindel. Später ging das Streben der Künstler nach Vornehmheit. Dürer bedauerte, dass er in seiner Jugend die krausen, holprigen Gestalten viel zu sehr geliebt habe.